Herzogin Meghan, gibt es eine Staffel Ihres Archetypes-Podcasts? Das war's, mit der 12. Ausgabe Ihres Podcasts Archetypes endet das Projekt für Herzogin Meghan. 41, vorerst. Doch wird es eine zweite Staffel des Podcasts geben? Meghan selbst lässt diese Frage offen. Setzt aber einen etwas schnippischen Punkt hinter die letzte Folge mit dem Titel Manifesting a Cultural Shift. So schnippisch, dass manch einer hinter Meghans Reaktion das endgültige Ende des Podcasts vermutet. In der letzten Ausgabe sagt Meghan, sie habe sich durch den Podcast mehr gesehen gefühlt. Ich fühle mich gesehen, ich hatte nie daran gedacht, dass ich mich gesehen fühlen würde. Wenn ich meine Stimme benutze, aber ich tue es. Zum Ende zitiert sie einen berühmten Vers des griechischen Dichters Dinos Christianopoulos, sie haben versucht, uns zu begraben. Sie wussten nicht, dass wir Samen sind. Anführungszeichen. Ob Meghan damit ihre vielen Kritiker meint, die jeden Satz von ihr in den letzten Wochen auf die Goldwaage legten und ihn in den Medien zerrissen? Möglich, doch wahrscheinlicher ist, dass Meghan an dieser Stelle sich und andere Frauen meint, die sich durch Etiketten unterdrückt gefühlt haben. Ob es eine weitere Staffel gibt, in der die Frau von Prinz Harry, 38, versucht, diese Etiketten zu analysieren und zu untergraben? Man wird sehen. Da hat aber eine ganz schön wild gefeiert. Zara Dindal, 41, hatte offenbar ein Schuhproblem. Als sie mit ihrem Mann Mike Tindall, 44, in Australien auf das große Finale von IMA Celebrity Get Me Out of Here anstieß. In ihrem smaragdgrünen Kleid wirkt Zara auf den Fotos, die The Mirror vorliegen, eigentlich recht glamourös, doch schaut man an ihrem Party-Outfit herab, fällt auf. Da fehlt doch etwas. Die Tochter von Prinzessin Anne, 72, trug offenbar keine Schuhe. Als sie sich auf den Weg zurück zu ihrem Hotel machte. Die Bilder zeigen, wie sie barfuß auf der Straße steht und sich lachend mit einigen anderen Teilnehmern der Show wie Politiker Matt Hancock, 44, Schauspieler Owen Warner, 23, und Sänger Boy George, 61, unterhält. Die exklusive Gruppe feierte aber nicht wie die anderen auf der offiziellen Aftershow-Party in einem Surfclub, sondern in einem Luxus-Fischrestaurant. Moderatorin Charlene Weidt, 42, postete anschließend auf Instagram ein paar Schnappschüsse des Abends. In ihrer Instagram-Story findet sich auch ein gemeinsames Bild mit Zara, auf dem die Queen-Enkelin ihre beigen High Heels noch trägt. Schaut man sich die Höhe der Schuhe an, wird klar, warum sie diese später ausgezogen hat. Eine kleine Sensation im Hause Windsor, laut Sissan soll Sarah Ferguson, 63, erstmals nach 30 Jahren wieder eingeladen worden sein, Weihnachten mit der Royal Family in Sandringham zu verbringen. Nach der Trennung von Prinz Andrew, 62, im Jahr 1992 wurde es Fergie verboten, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Jetzt, nach dem Tod von Queen Elizabeth, ist sie angeblich wieder offiziell dabei. Als sie sich von Andrew trennte, durfte Sarah die Familie am Weihnachtsabend und am Weihnachtstag nicht besuchen, solange Philipp und die Queen noch am Leben waren. 30 Jahre lang hat sie das Weihnachtsessen alleine gegessen. Aber die Dinge werden jetzt anders gemacht, sagt eine Quelle aus Sandringham. Angeblich sollen Sarah Ferguson, Andrew und die Töchter Prinzessin Beatrice, 34, und Prinzessin Eugenie, 32, in dem Bauernhaus Wood Farm unterkommen. Andrew wurde aus dem öffentlichen Leben verbannt. Aber man kann ihn nicht vom Familienweihnachtsfest ausschließen. Die Mitarbeiter von Sandringham wurden damit beauftragt, Wood Farm für die ganze York-Familie vorzubereiten. Anführungszeichen. Ob Sarah die Einladung angenommen hat, ist noch nicht bekannt. Falls ja, könnte sie am ersten Weihnachtstag zusammen mit Andrew und den Töchtern zum Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church spazieren.
Queen Elizabeth, 96, galt bis zu ihrem Tod am 8. September 2022 als die Chefin der Royal Family, ihr Wort war Gesetz. Das beweist nun auch eine erneute Anekdote aus der im Dezember erscheinenden Biografie Elizabeth, An Intimate Portrait von Gyles Brandreth. 74. So berichtet der Vertraute der britischen Königsfamilie, dass die verstorbene Monarchin ihren Enkelkindern Zeit ihres Lebens verboten habe. Ihre Handys am Esstisch zu benutzen, sie hatte ihr eigenes Mobiltelefon und zuvorkommende Enkelkinder, die ihr zeigten, wie es funktionierte. Sie verstand SMS, war aber mit Apps eher überfordert. Und sie erlaubte ihren Enkeln unter keinen Umständen, ihre Geräte mit an den Esstisch zu bringen, schreibt Brandreth. Ein Wunsch, den Prinz Harry, 38, Prinzessin Beatrice, 34, und Co. ihrer geliebten Granny nur zu gerne erfüllt haben. Mike Tindall, 44, darf endlich zu seiner Familie nach Großbritannien zurückkehren. Nachdem er die vergangenen Wochen im Rahmen von EMA Celebrity Get Me Out of Here im australischen Dschungel verbracht hat, wurde er am Samstag, 26. November 2022, als Achter von den ZuschauerInnen rausgewählt und von Ehefrau Sarah Tindall, 41, empfangen. Kurz darauf meldete sich ein royales Familienmitglied sogar extra aus der Social Media Pause, um seinen Support für den ehemaligen Rugby-Profi zu zeigen. Er ist einfach der Beste, schrieb keine geringere als Prinzessin Beatrice, 34, via Twitter und verlinkte Mike Tindall. Auf ihre rührenden Worte reagierten zahlreiche Royal-Fans, die ihre Enttäuschung über das Ausscheiden Tindalls aus dem britischen Dschungelcamp deutlich machten. Ich bin enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat oder Zweiter geworden ist. Aber was für ein netter Kerl er ist. Deine Cousine Sarah kann sich sehr glücklich schätzen, ihn in ihrem Leben zu haben, kommentierte ein User beispielsweise. Ein weiterer stimmte zu, er ist wirklich ein Top-Typ. Ich war wirklich enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat. Wenigstens kann er jetzt eine schöne Zeit mit Sarah verbringen. Mike Tindall hat zwar nicht die Dschungelkrone gewonnen, aber offensichtlich die Herzen der ZuschauerInnen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Endete Quellen, twitter.com, Daily Mail Kuuk, Tesun Kuuk.